Und wenn wir jetzt den ganzen Tag wieder zu Hause sind, dann nervt man schon, dann geht man sich tierisch auf die Eier. Wir fucken uns gegenseitig schon übelst ab dann, auf jeden Fall. Also hoffe ich, dass ich jetzt schnell wieder arbeiten bin. Ich feier uns so, wie wir sind. Also ich bin mir sehr sicher, dass ich Justin heiraten möchte. Natürlich gibt es überall Streit mal, aber das verbindet dann halt immer wieder ein bisschen mehr. Also ich finde das Kleid in der Mitte sehr, sehr schön. Ja, aber das wäre mir zu schlicht. Okay. Also ich stehe so erst. Der Bling-Ding haben. Genau. Mhm. Aber kurz oder lang? Schon kurz, jetzt nicht so kurz, aber halt so knielang. So ein bisschen figurbetont vielleicht. Ich bin schon ziemlich nervös. Ich war noch nie da drin, also in einem Brautmodegeschäft, und es ist spannend. Was haben Sie sich denn vorgestellt? Ein knielanges, figurbetontes Glitzerkleid. Okay. Aber wir können ja gerne trotzdem, auch wenn Sie ein Glitzerkleid wollen, auch vielleicht mal auf ein langes Kleid, damit Sie die Wahl jetzt auch mal haben, weil Sie können ja alle Kleider heute anprobieren. Ja, der Termin rückt einfach immer näher und ich bin deswegen halt sehr nervös. Kannst du dir das vorstellen, dich schon gleich im Brautkleid zu sehen? Nee, eigentlich nicht. Also ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Bitte bis auf die Unterwäsche. Mhm. Und ich helfe dann in die Kleider rein. Ich komme dann zu Ihnen. Ja? Gut. Wenn man gleich im ersten Kleid drin ist, dann ist die Nervosität vorbei. Ja, ich hoffe. Aber ich bin auch total aufgeregt. Ich bin bestimmt genauso aufgeregt wie die Ashley. Ja. Ich werde sie jetzt gleich beurteilen, wie sie in dem Kleid aussieht, werde ihr auch meine Tipps geben. Also, man sollte sich nicht so nervös machen. Hallo. Okay. Ungewohnt, sehr ungewohnt, aber steht dir aber total. Ja, ungewohnt. Sagen soll. Das ist sehr ungewohnt und auch irgendwie seltsam, mich jetzt so zu sehen. Aber gefällst du dir, oder? Ja. Jein. Ich weiß es nicht. Das Kleid war sehr schön eigentlich so, das erste Kleid. Die Schuhe haben mir natürlich am besten gefallen, ne? Ja, aber mal sehen, wie das zweite wird, da bin ich mal gespannt. Ich kenne Ashley auch nicht so, also nur so ein Jeans-Mensch kenne ich sie. Und also es war wunderschön. Das gefällt mir ein bisschen besser wie das erste. Echt? Ja, ich finde Nicht. Mm-mm. Nee, das, ich finde, das fällt zu gerade runter. Ach so, du wolltest was für Figurbetontes haben. Ja, ich weiß nicht genau, wie ich das erklären soll. So ein bisschen hier so und dann vielleicht ein bisschen so abstehend, ja, so, ne? Ja, so ein bisschen. Ah, okay. Ja. Bisschen flippiger heißt das, ne? Ja, aber ich glaube, mit dem kann ich mich nicht anfreunden. Das Kleid gefällt mir nicht. Also das Kleid schon, aber es steht mir halt nicht. Das Bling-Bling war schon in Ordnung, aber halt ein bisschen mehr figurbetonter. So an der Hüfte denke ich ein bisschen, dass es dir auch ein bisschen besser gefällt, denke ich. Oh, schick. Das finde ich voll toll. Schön, ne? Das ist richtig toll. Auch wenn du überhaupt gar kein Bling-Bling hast, außer dein Gürtel. Ja, das finde ich aber auch sehr schön, aber die Schuhe. Achso, die Schuhe blinken, deswegen meinst du, ja. Wow. Sieht schön aus, oder? Ja, sexy vor allen Dingen. Ja. Es steht dir richtig gut, muss ich schon sagen. Ja, das gefällt mir richtig gut. Guck mal, Mama. So eine hübsche Mama, ne? Ja, schick. Ja, das ist auf jeden Fall schon meins. Also, auf jeden Fall mein Favorit. Da war gar nicht so viel Bling-Bling dran, wie sie eigentlich gedacht hatte. War da, dann holen die Schuhe ja so ein bisschen raus, ne? Und ja, ich denke, das wird es sein. Die probiert jetzt noch eins an, glaube ich, und dann denke ich, das andere wird es sein. Also das, was sie jetzt gerade anhatte. Ja. Oh mein Gott! Okay. Schön. Schön, aber nicht figurbetont. Ja, das stimmt. Jetzt kommen die Tränen. Och, Liebchen. Nicht weinen. Och, Mensch. Versuch ich auch. Warte. Oh, entschuldige, ich will nur noch mal. Voll peinlich. Warum hast du jetzt den Tränen aufgebrochen? Ja, ich weiß so nicht. Es ist so emotional. Nee. Das nicht, aber
aufregend, oder? Nee. Eher weniger. Ich werde nachher sie auch mal fragen, was das jetzt gerade war, weil ich kenne sie nicht so. Tat mir schon ein bisschen leid. Sie melden sich? Das mache ich auf jeden Fall. Dann vielen Hat Dank. Hat mich sehr gefreut. Mich auch. Ja? Gut, dann noch einen schönen Tag. Wünsche Ihnen auch. Dankeschön. Was war denn von los? Was war denn so? Warum hast du geweint, Schatz? Ja, weil ich mittlerweile echt ein bisschen Angst bekomme mit dem Heiraten. Ernsthaft jetzt? Ja. Warum? Ja, weil wir uns einfach jeden Tag nur streiten und für jede Kleinigkeit anzicken und ich bin nicht sicher, ob ich das dann wirklich möchte. Warum streitet ihr euch denn immer? Mir schreckt das mittlerweile einfach auf, dieser Umgangston, wie der einfach mit allen redet. Nicht nur mit mir und mit Vivian, sondern auch generell. Okay, das ist ja nicht so schön. Ich finde das überhaupt nicht mehr schön. Das regt mich einfach auf und der versteht das einfach nicht. Ich war vielleicht auch früher so gewesen, aber ich finde mittlerweile, ich bin etwas reifer geworden wegen der Kleinen und ich möchte auch, dass er sich ändert, aber er tut's nicht. Ich habe schon öfters gesagt, ne, wenn er so weitermacht, dann gehe ich mit der Kleinen. Dann ziehe ich aus, aber das Problem ist, ich habe es bis jetzt noch nie getan, deswegen denkt er auch, ach, die macht es sowieso nie. Und ich weiß dann ehrlich gesagt nicht, ob das dann gut ist, wenn wir dann so früh heiraten, wenn das noch alles so ist. Aber die Hochzeit jetzt abblasen löst ja auch nicht das Problem. Ja, aber ich möchte auch nicht unglücklich in eine Ehe gehen. Ja, das stimmt schon. So wie es momentan bei uns läuft, so bin ich nicht glücklich und das weiß der auch. Liebst du ihn denn überhaupt noch so, so wie damals? Oder ist das jetzt durch Vivian komplett verändert worden? Ja, mit Vivian hat das, glaube ich, gar nichts zu tun. Das, also so wie ganz am Anfang liebe ich ihn ehrlich gesagt nicht mehr. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie das weitergehen soll, aber wie gesagt, mit der Kleine hat das gar nichts zu tun. Ein Kind ist aber auch nicht der Grund, dass man daraufhin weiterhin zusammen sein sollte, weil Vivian bekommt ja auch den Streit mit, ne? Ja. Und das ist auch nicht gut fürs Kind, weißt du? Ja, das weiß ich selber. Brauchst du mit? Ja, kann ich machen, ja. Wir sind ja in der Frischluft, ne? Ich bin ja nicht direkt bei meiner Tochter. Ja. Manchmal möchte ich halt auch einfach alleine wohnen und nicht mal zurückziehen oder so, aber ich habe einfach Angst, dass ich das nicht alles unter einen Hut bekomme mit Arbeiten, wie wir in den Kindergarten bringen, meine Tochter beschäftigen, kochen, Haushalt machen, was weiß ich, oh, ich habe was im Auge, Wäsche machen. Und aber ich glaube, dass, also jetzt mittlerweile glaube ich einfach, dass ich das vielleicht doch schaffe. Irgendwann wird das so eskalieren. Ja, ich glaube auch. Und das wird auch nicht mehr lange dauern. Nee, momentan möchte ich eigentlich keine Beziehung mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist einfach momentan zu viel geworden alles. Hi! Na? Na, alles klar? Ja, und bei Gut. euch? Ja. Mit Ashley. Hi! Hi, mein ist die Geburt! Guck mal, da ist Oma. Hi! Was gibt's denn Neues bei dir? Heute waren wir im Brotbude-Geschäft. Aha. Und zwei Freunde von mir waren mit dabei. Freundinnen? Ja, die Tine und die Lulu. Aha. Die kennt ihr ja auch. Und da habe ich halt ein paar Kleider anprobiert. Allerdings ist mir da erst klar geworden, dass ich Justin erstmal nicht heiraten möchte. Warum nicht? Weil wir uns einfach zu oft streiten und das so nicht mehr weitergeht. Ja, gut, das ist relativ. Das hört mit zum Leben, sag ich einfach. So krass ist das nicht mehr, Papa. Jeden Tag zickt er mich an, darauf habe ich einfach keine Lust mehr. Gut, dann stelle ich jetzt mal die interessante Frage. Liebst du den Justin eigentlich noch? Weiß ich nicht. Nö, weiß ich nicht, ist momentan möchte ich keine Beziehung mehr. Sie hat auch öfter ja schon mal gesagt, ich heirate dich nicht, aber ich habe das halt nicht ernst genommen. Wenn sie was sagt, dann sagt sie das in Streitsituationen und dann denke ich mir, okay, die sagt das nur, weil sie sauer ist. Ja. Und wenn man sauer ist, dann sagt man ja viel, deswegen nehme ich sie dann nicht ernst. Dann schalte ich dann auf Durchzug, ist halt so. Aber sie hat es wohl doch ernst gemeint, dass sie es noch nicht möchte. Ist schon scheiße, ja. Bin auch verletzt auf jeden Fall. Ist nicht gerade schön für mich. Ja, ich bin ein bisschen schockiert. Ja, weil das viel zu früh war, wo die gesagt haben, wir wollen heiraten. Die sind noch nicht so lange zusammen. Wir haben auch erst nach 7 Jahren, wie man 7 Jahre zusammen waren, erst geheiratet. Vorher haben wir auch nicht geheiratet. Ich sag einfach mal, die sind noch in der Birne, sind sie noch ein bisschen verspielt.
So, wenn die Zeit gekommen ist, können Sie immer sagen, komm, wir heiraten, ne? Bevor ich mich jetzt in dieses Unglück stürze, sage ich einfach nein. Naja, also abgenutzt ist die Beziehung auf keinen Fall. Naja. Klar haben wir mal hier und da unsere Schwierigkeiten, aber also wir lieben uns schon noch. Ja. Vielleicht nicht mehr so wie am ersten Tag, aber wir lieben uns schon. Es ist halt nicht mehr so diese kindische Liebe, so, weißt du, dass wir uns nonstop über WhatsApp irgendwelche Herzen schreiben, keine Ahnung was. Ja, das halt jetzt nicht mehr, aber wir lieben uns schon. Und das wissen wir beide auch, dass wir uns gegenseitig lieben. So, die andere Frage ist jetzt, wie soll es jetzt weitergehen? Ich weiß es nicht. Wenn Arndt, wo muss er wirklich irgendwie Klick machen? Bei mir hat schon lange Klick gemacht. So, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sagst du, wir trennen uns, ja, aber oder wir reden nochmal miteinander. Wo soll der denn hin? Der sagt immer, dann soll ich aufziehen. Nee, die Wohnung läuft über dich. Ja, und der geht aber nicht freiwillig. Ich finde, ihr seht das so richtig locker, aber ihr wisst nicht. Nein, ich sehe das nicht locker. Nee, das ist die Torwart. Kommt aber so rüber. Ja, vielleicht, mach vielleicht sein. Du sagst mir, ich soll ihn einfach rausschmeißen. Das geht nicht so einfach, wie du dir das vielleicht vorstellst. Ja, dann musst du mit der Situation so leben, wie sie jetzt ist. Ja, mach ich auch. Also ich habe das Gefühl, dass ein Mann sehr unglücklich ist. Ja, weil das sehe ich ihr auch im Gesichtsausdruck an, ja, dass sie nicht glücklich ist, wie es so sein sollte.